Willkommen zurück bei Let's Play Wizard 101. Wir sollen uns jetzt Geschichtsbücher durchlesen hier in Drachenfels. Und, tja, dafür müssen wir aber erstmal ein paar Leute hier bekämpfen. Was ziemlich scheiße ist. Da sehen wir schon, ich kann kein... Ja, Prismen, das mit den Prismen hat sich hier schon erledigt, wie ich gesehen habe. Das ist schade. Tja, Mirabel, jetzt haben wir ein Problemchen. Ne, wir haben nämlich beide nur Feuer. Tja, die haben jetzt eine 80-prozentige Feuerresistenz, was echt scheiße ist. Also was, ich mache jetzt mal was Läppisches einfach. So, ich grüße noch übrigens den Lars Friedrich. Der hat mir mal auf Ask.fm geschrieben, der, was ich ja auch benutze, dass ich ihn grüßen soll. Ja, das mache ich jetzt hier wieder. Hallo Lars. So. To do. Steinrose hinter Weltentor habe ich mir geschnappt. Kann abgehakt werden. Ups. Zickeli, zackeli, zuck. Beb, Steinrose. To do, Slamix. Okay, okay. Ah ja, interessant. Gut, das gucken wir uns noch an. Oh, schön. Oh, das, wenn ihr das gewusst hättet. Mhm. Ja, gut, schön. Ach, so viele Geheimnisse, die ich hier habe. Elementarfalle, Elementarfalle, Elementarfalle. Ich grüße weiterhin die Claudia Feenstrahl. Hi Claudia Feenstrahl. Willkommen im Let's Play. Auch du hast auf Ask.fm was geschrieben, gefragt. Gefragt und geschrieben. Nämlich, du hattest geschrieben, dass du gern mit mir Winterschröck machen möchtest. Es gibt so viele Leute, die mit mir gerne Winterschröck machen würden, aber ich kann es eigentlich mit keinem machen. Weil ich keine Zeit habe. Nein, das ist... Doch, ich habe wenig Zeit. Nein, Quatsch. Ich wollte Winterschreck, jetzt fällt es mir wieder ein, etwas später machen. Ich möchte mich noch weiter aufpowern und so. Und ehrlich gesagt habe ich im Moment auch gar keine Lust, Winterschreck zu machen. Irgendwann wird es mir wahrscheinlich auch mal spontan in den Sinn kommen, Winterschreck nochmal zu versuchen. Aber im Moment habe ich voll kein Interesse daran. Irgendwie, so ist es, Leute, so ist es. So, dann kriegt der auch noch was. Die können wir gleich auch kaputt machen, die Jungs da, oder? So, außerdem grüße ich endlich nochmal die Maya Glitzerstaub, die auch sehr viel bei den Kommentaren und so weiter aktiv ist. Vielen Dank dafür. Ach so, das war ich ja gar nicht. Ich grüße. Außerdem den Simon Todesblut. Der hat mir ein paar interessante Sachen gesagt, die ich gleich noch ausprobieren werde. Nachher. Da werden wir dann zukommen. Und ich grüße den Bruno. Hört ihr den Namen? Bruno Drachenblut. Was ist Bruno denn bitte für ein Name? Auf jeden Fall mal ein cooler Name, das muss ich schon sagen. Aber ein sehr eigenwilliger Name. Komm, Mirabel, jetzt schlag mal zu. Leute, Leute, liebe Leute, ihr fragt mich sehr viele Sachen auf Facebook, auf Ask.fm, auf hier bei YouTube. Moment, ich muss mal gerade hier gucken. Ah, sehr schön. Bei YouTube, bei über WhatsApp, über Skype. Ich kriege so viele Fragen. Und ich versuchte immer, mir alle zu merken, mir irgendwann im Laufe des Tages noch rauszusuchen und in mein Notizbuch zu schreiben. Aber ich vergesse auch die ein oder andere Frage einfach, übersehe ich. Und die geht dann auch im Wust anderer Fragen unter, sodass ich dann denke, verdammt, die ist mir jetzt völlig verloren gegangen, richtig verloren. Ich finde sie dann einfach nicht wieder. Und das ist manchmal ein bisschen ärgerlich. Zum Beispiel hatte mich jetzt gerade irgendjemand gefragt, Kaius, Kid Kaius, guckst du auch Animes? Und wenn ja, welche? Ich finde sie einfach nicht wieder. Die Frage.
Ah, jetzt greift die Mirabelle an. Das heißt, ich werde jetzt gerade noch warten. Komm. Zieht sich jetzt gerade ein bisschen dieser Kampf hier. Dabei sind die eigentlich so läppsch. Läppsch, die Leute. Ja, gucke ich Animes? Nein, ich gucke keine Animes. Ganz kurze, knappe Antwort. Gucke ich einfach nicht. Ganz einfach. Ich habe auch nie Animes geguckt. Auch nie großes Interesse daran gehabt. Ist einfach so. Ich bin nicht, gehöre nicht zu den Leuten, die sowas gucken. Obwohl ich schon sagen muss, es gibt einige gute Animes. Ich habe natürlich schon hier und da mal reingeguckt im Laufe der Zeit. Aber man muss sich schon ziemlich reindenken. Und es gibt andere Serien, die gucke ich lieber. Schon wieder so ein Feuertyp. So ein Ärger aber auch. Es wäre gut, wenn wir dem jetzt direkt so eine Klinge verpassen könnten. Er quatscht hier ein Prisma. Shitty Butt. Ich habe nichts drin. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir offenbar auch nicht. Na gut. Wie dem auch sei. Ja. Ich bekam von jemandem, tut mir leid, alle, ich glaube von Patrick 123 oder so, heißt der Patrick 123, der hat mir mal geschrieben, hey Kais, ich habe eine coole Videoidee für dich, wie wäre es, wenn du eine Videoreihe machen würdest, Fanpost öffnen. Fanpost öffnen klingt gar nicht so schlecht. Wenn ich Fanpost bekäme. Ah, hier, komm, pass auf. Moment, dann machen wir das mal da drauf. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, Fanpost öffnen. Wenn ich vielleicht einmal in 3 Monaten einen Brief bekomme oder so, mache ich dann jetzt nicht extra ein Video wegen. Zumal Fanpost mitunter ja auch vielleicht mal ein paar persönliche Worte enthält. Ich werde mir das aber auf jeden Fall überlegen und ich freue mich natürlich über konstruktive Vorschläge. Yep. So, Freundchen. Jetzt habe ich eine Verstärkung drin. Jetzt machen wir noch eine. Eine habe ich nur. Nee, das irgendwie, es reicht alles noch nicht so ganz. Dann machen wir die mal auf den. Oder so. Jetzt machst du gerade meine Klinge. Ah, kritisch. Na gut. Mit kritisch bin ich einverstanden. Sehr schön. Baby, das war's schon. Und weiter geht's. Oh, hier gab es gar nichts. Wir haben nichts gefunden. Irgendwas, was wir mitnehmen können. Wisst ihr was? So eine Statue, die hätte ich voll gerne. Also wenn ihr mir sagt, wo ich so eine Statue kaufen kann oder so, das wäre wirklich hammermäßig. Davon hätte ich sogar gerne 2. Das wäre geil. Ach, hier soll ich wahrscheinlich ursprünglich ganz alleine durchtappern, ne? Na gut, aber das hätte ich auch alleine gut hingekriegt. Was ist das? Nicht geladene Gegner. Moment, Moment, Moment. Ich muss dann hier gerade erstmal die Prismen wieder rausmachen. Sieht aber auf jeden Fall mal cool aus. Jetzt gucke ich gerade erstmal nach oben. Schickes Ambiente. Schickes Ambiente. So, das machen wir weg. Das machen wir weg. Ich grüße übrigens... Ich weiß gar nicht, wie er in-game heißt. Auf jeden Fall jemand, mit dem ich auch über Skype schreibe. Einer der Fans. Er heißt Schokoladentyp bei Skype zumindest. Bei Skype kann man sich ja dauernd umbenennen. Er war so nett und wollte mir... Oh, die haben aber viele Lebenspunkte. Moment, ich muss mich ja gerade konzentrieren. Und wollte mir eine PaySafe-Card schenken, den Code dafür geben, so als Spende, weil er nicht über PayPal spenden kann. Das fand ich sehr, sehr, sehr nett, aber ich habe die Spende nicht angenommen. Weil ich mit, ganz, ganz banal, ich kann mit PaySafe-Cards nichts anfangen. Ich wüsste nicht, was ich mit PaySafe-Card bezahlen sollte.
von daher, nein, es ist sehr nett, aber es gibt natürlich einen dicken Gruß und ein ganz großes Dankeschön an dich, mein lieber Freund Schoko, Ladentyp. Schokoladentyp, irgendwie lustig. So, aber mal gerade hier gucken, was mache ich denn? Komm, den machen wir da drauf, ist auch egal. Wupp. Ich habe mir jetzt, oder ich möchte mir jetzt ein Buch kaufen von Max Frisch. Den kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Homo Faber, so eine berühmte Schullektüre. Übrigens eine der wenigen Schullektüren, die ich richtig gut fand. Ja? Nicht sowas wie Der zerbrochene Krug oder auch Wilhelm Tell oder diese ganze Kacke, diese furchtbar langweilige Kacke. Ganz ehrlich, selbst Wilhelm Tell, es ist einfach total öde gewesen. So, auf jeden Fall Max Frisch, Homo Faber, fand ich ein sehr gutes Buch. Und Max Frisch war auch ein schlauer Kopf. Der hat nämlich auch ein Buch geschrieben, wo er nur Fragen drin stellt. Das nennt sich Fragenkatalog. Sehr tiefsinnige Fragen, die ans Eingemachte gehen. Und diese Fragen eignen sich hervorragendst für Let's Play Together zum Beispiel. Um mal einfach ein interessantes Gespräch in Gang zu bringen. Durchstochen! Autsch! Oh, er lebt noch, aber ganz knapp nur. Und das werde ich mir jetzt kaufen. Das werde ich mir kaufen. Da bin ich richtig heiß drauf. So, guck dir das an. 6 hat er noch. Ja, das ist ja... Ach nee, das wäre ja mehr als lächerlich. Na komm, ich mache jetzt einen Höllifant. Ist auch... Mach mal sowas. Das war mega lächerlich, aber was soll's. Ah, eine klingengeschärfte Klinge. Wegen 6 Lebenspunkten, das ist ja so lächerlich jetzt. Na gut, aber was soll's. Klitsch, klatsch. Matsch. So, Zeit genug, jetzt nochmal schön nach oben zu gucken. Oh, guck mal, da schwebt ja ein Kristall. Umringt von Lava. Von fließender Lava. Interessant, interessant. Wo muss ich lang? Ach, da. Wir sind aber immer noch ein gutes Stückchen von unserem Ziel entfernt, ne? Begastion Krähenrufer, auf geht's, liebe Leute. Ist das hier ein kleiner Dungeon? Sieht so aus, ne? Jut, 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 jut. Also, wen können wir nicht gebrauchen? Die haben nicht viel Lebenspunkt. Den können wir nicht gebrauchen, die können wir nicht gebrauchen. Elementarfalle kostet mich einen wertvollen Pip. Ich mache jetzt einfach mal das hier. Wupp, und fertig. Mhm. Leute, eine Frage von euch an mich war, was magst du am Let's Playen am meisten? Was mag ich am Let's Playen am meisten? In erster Linie mag ich es einfach, ein Spiel zu spielen und dazu irgendeinen Quatsch zu erzählen. Es macht einfach Spaß. Das ist es. Wer gerne Computer spielt und auch noch gern sich so, naja, so ein bisschen profiliert. Ich meine, man muss ja schon eine gewisse Neigung dazu haben, irgendeinen Quatsch zu erzählen. Ne? Manche können das, manche können es nicht. Manche können es so einigermaßen. Und ich habe schon früher in der Schule immer viel Quatsch erzählt und irgendwie so einen Klassenclown gemacht und pipapo und
Ja, deswegen passt es auch ganz gut zu mir. Das Let's Play will ich jetzt mal einfach so in den Raum werfen. Natürlich gibt es Leute, die machen bestimmte Sachen besser als ich. Und es gibt auch Leute, die sagen dann, Gaius, du kannst überhaupt nicht gut Let's Playen. Aber gut. Gut liegt ja auch immer im Auge des Betrachters, ne, was gut ist. Auf jeden Fall, deswegen Let's Play ich sehr gerne. Scheiße! Das machen immer diese komischen Kürbisköpfe, ne? Auch in den anderen Welten machen die dauernd diese komische Miste-Sache. So, jetzt habe ich eine 1, 2. Allerdings, minus 25%. Jetzt neuerdings. Der hat eine Verstärkung drin. Den mache ich einmal weg. Dann mache ich mir noch das hin. Danke, Kaius. Und was mir am Let's Play an zweiter Linie natürlich viel Freude macht, seid natürlich ihr. Schleim. Aber so ist es nun mal, ne? Wenn man so in den leeren Raum hinein Let's Playt, ohne dass irgendeine Resonanz kommt, ohne dass es tatsächlich jemanden gibt, der sich dafür interessiert, ja, dann macht das Let's Playen auch irgendwann tatsächlich keinen Spaß mehr. Dann denkt man irgendwann, okay, irgendwas stimmt an mir nicht. Die Leute gucken sich mich nicht an und ich scheine schlecht und scheiße zu sein. Und dann macht es einem auch einfach keinen Spaß mehr. Na nu, ist es schon wieder soweit. Aber den Kampf machen wir gerade noch zu Ende, oder? So viel Zeit muss sein. Komm, Kevin, jetzt mach mal ein bisschen voran. Und jetzt aber... Jetzt seid ihr kaputt. Ihr Schweinepriester. Es kam noch eine Frage, die habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. Ich verstehe das nicht, dass ich mir die nicht aufgeschrieben habe. Ich habe die noch eben noch gelesen. Scheiße. Aber auf jeden Fall habe ich es mir gemerkt. Die Frage war, was magst du an Wizard One nicht? Tja. Das werden wir in der nächsten Folge klären. Nicht mehr jetzt. Dafür ist die Zeit jetzt zu knapp. Und los geht's. So, damit hätte sich das auch erledigt. Wir gucken in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bis dann, liebe Leute. Ciao.